Der in der Nacht des 13.05. über die Region ziehende Sturm hat nicht nur triviale Sturmschäden verursacht, sondern auch den in Riedling stehenden Maibaum umgestürzt. Dieser landete auf einem Grundstück eines Reihenhauses. Teile des Baumes beschädigten zudem auch ein vor dem Haus stehendes Auto massivst. Die alarmierte Feuerwehr aus Riedling musste den Baum leider in ca. 1 Meter lange Stücke zersägen und abtransportieren. Die Donauwörther Polizei schätzt den hierbei entstandenen Sachschaden auf umgerechnet 10.000 Euro.